Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und hier mit einem Gastreplay vom EF Svelger in seiner SU 12244. Und seht es mir bitte nach, wenn ich so ein bisschen nasal spreche. Ich kränkel nämlich etwas. Wollte euch aber aufgrund der Aktualität, die ich ja mittlerweile einhalte mit meinen 2 Tagen, hier auf jeden Fall auch wieder in ein Replay stürzen. Und ja, schauen wir uns nochmal an, den Klassiker, die Teams. Wir haben die Karte Ehrenberg. Das Gegnerteam ist von der Tendenz her etwas besser, würde ich sagen. Man sieht so in seinem Team sehr viele Tomaten unten. Gegnerteam ist es nicht der Fall und oben auch so die konstanteren Spieler. Also da kann man schon sagen, ist das Gegnerteam etwas im Vorteil. Ich habe übrigens, wenn man es jetzt so nebenbei mal erwähnen kann, die Frage gestellt bekommen, warum ich oder dass ich sehr viele Gastreplays in letzter Zeit habe. Das müsst ihr mir nachsehen, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ich nicht so viel Zeit habe in letzter Zeit, was das Thema selber aufnehmen angeht, weil Gastreplays sind halt doch einfach schnell mal 15 Minuten kurz mal sozusagen ein kleines Häppchen gemacht und fertig ist es, dann rendern und hochladen, aber gut. Aber bei eigenen Replays, da braucht man doch 3, 4, 5 Anläufe, das heißt, da ist einfach mal die Zeit keine 15 Minuten, sondern eine halbe Stunde, whatever. Oder natürlich deutlich mehr. Deswegen ist das der Hintergrund, aber es wird auf jeden Fall auch wieder Replays von mir geben. Dickes Ehrenwort. So, die Minimap machen wir mal größer. Ich hoffe auch, dass meine Stimme mitmacht, weil ich habe so ein bisschen Halsweh. Aber das Replay hat sich so gut gelesen, das muss ich euch einfach zeigen. So, ihr fahrt hier die Klassiker 1er 2er, aber nicht auf den... auf den Hügel, den man sonst so gerne kennt, sondern ein bisschen davor. Hat natürlich den Nachteil, wie man jetzt sieht, dass er nicht so auf so viel wirken kann. Wobei der T-43 sollte jetzt... Ja, der sitzt. Übrigens ein sehr empfehlenswerter Tier 7 Premium TD. Also für jeden, der ihn noch nicht hat, kann man den definitiv wirklich ans Herz legen. Ah... da war er leider nicht so drauf wirken können, wie er es hätte gerne wollen. Es steht schon 1 zu 5. Heidewitzka. Okay, 1-6. Das Replay hat sich wohl doch besser gelesen, als es sein... 1-7. Als es dann war. Und da fallen auch schon sehr viele 7er weg. Auch die Artis alle bis auf eine weg. Also das... Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Schöner Hit. Ja, stehst nur noch 3-7. Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, da kriegt er den hier schön rein. Schöner Hit. Den zweiten Kill. Wollte ich gerade sagen, den Anschluss auf 5-8, aber da steht schon wieder 5-9. Und die gegnerischen Artis, die machen scheinbar auch einen ganz guten Job. Da wurde auf ihn auch gezielt. Gut, dass er sich da gerade so bewegt hat. Oh, der schaut da nicht auf ihn. Da hat er den, oh, da hat er ihn auch noch ketten können. Sehr schön. Ja, er stellt sich... Boah, wie bitter. Hauptgeschütz und Fahrer mit einem... Artischuss weg. Oh, die Artis schießen sich auf ihn ein, aber gut, es gibt auch nur noch zwei Gegner. Achilles kommt hier. Achilles gibt ihn auch den ersten. Achilles, ja, der ist tot. Schön. 8-13. Also er kämpft hier sehr wacker. Der Komet auf seiner Seite hat auch noch einen mitgenommen. Aber wie gesagt, es ist einfach eine unglaublich große Aufgabe, die er vor sich hat. Jetzt hoffe ich mal für ihn, dass er hier bald die erste Arti findet. Und da haben wir sie doch auch schon. Könnte ein One-Shot sein. Nice. Entdeckung!
Er fährt zurück, dass natürlich die Artis nicht wieder auf ihn zielen, weil die haben sehr schnell einzielende Artis mit der FV. Oh, und E25, und der hat noch so viel HP. Oh, er rammt ihn! Wie doof, E25, wie super doof. Hätte der E25 ihn nicht gerammt, hätte er ihn locker gemacht. Aber damit hat er zumindest seinen Krieger jetzt geholt. Alter Schwede, E25, du darfst dich absolut ärgern. Mit deinem Rammschaden hast du unglaubliche 70 Schaden gemacht. Es steht nur noch 12 zu 13. Das Spiel ist damit doch wieder offener als erwartet. Oh, da ist die... Oh, schöner Hit. Sehr schöner Hit. 7 Kills. Nächste Art ist auch schon offen. Er weiß also jetzt zumindest mal, wo sie sich aufhalten wird. So, jetzt nimmt er den längeren Weg auf sich. Und wahrscheinlich, um die erhöhte Position jetzt hier zu bekommen. Lädt auch auf Premium an seiner Stelle mehr als verständlich, weil das Game würde ich auch an seine Stelle gewinnen wollen. Und jeder nicht sitzende Treffer, der ist dann umso schmerzhafter. Ah, Firefly kommt da nicht drauf. Au, oh, Arti hat ihn weggemacht. Den. Mach ihn, mach ihn. Schön vorhalten, Schuss. Schöner Hit, schöner Hit. Komet entschuldigt sich sogar. Aber jetzt ist es ein klassisches One-on-One. Und da, glaube ich, geht auch jetzt das Katz-und-Maus-Spiel los. So, er zieht sich jetzt ein bisschen wieder Richtung Burg zurück. Was er jetzt macht, ist sogar ein bisschen riskant, weil da ist er doch sehr offen. Man darf nicht vergessen, er ist hier der klassische One-Shot. Und Firefly ist noch rappelvoll. Ich glaube, das Game wird sich jetzt auch ein bisschen taktisch entwickeln. Also man merkt jetzt schon so, das ist jetzt dann... Keiner will sich mehr die Blöße geben und einen Fehler machen. Wobei zumindest der Firefly noch so viel HP hätte, der könnte gut und gern auf die Jagd gehen. So, gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte der Zeit der Karte vergangen. Jetzt nimmt er wirklich den langen Weg auf sich, um ihn gegebenenfalls zu überraschen. Also eins vorwegzunehmen, das ist seine Panzerausrunde gewesen, oder das ist eine Panzerausrunde gewesen. Und ja, ich glaube, das ist nicht zu viel gespoilert. Jetzt wird es wirklich spannend. Kriegt er ihn noch? Oder nicht? Weil Niederlagen habe ich ja auch schon ganz gerne mal gezeigt. Das gehört zum Spiel dazu. Allerdings natürlich nehme ich auch gern Siege. Also von dem her, es kann wirklich beides sein. So, jetzt fahrt ihr hier sogar zum eigenen Cap. Auch nicht doof der Gedanke, dass vielleicht der Firefly hier jetzt auftauchen könnte. So, jetzt einen kleinen Slowdown. Das ist aber eher der WOT-Slowdown, den man klassischerweise kennt.
Also bis jetzt nicht wiedergesehen. Eigentlich sehr spannend. Bin wirklich sehr gespannt, wo sich die beiden begegnen, weil je nach Ort und Stelle kann das natürlich das Pro oder Contra für ihn sein. Weil man darf nie vergessen, er hat halt einfach den starren Turm bzw. die starre Kanone. Und das ist natürlich de facto ein Nachteil. Und die wenigen HP. Also ein wirkliches Cookmonster oder Spotting-Monster ist die Su jetzt auch nicht. Kommt auch natürlich erschwert dazu. Also mich wundert so selber so ein bisschen der Firefly. Also an seiner Stelle wäre ich schon lange Richtung Gegnerbasis gefahren, hätte mich dann in Cap gestellt und hätte ihn einfach kommen lassen, weil was will er denn dann großartig tun? Er muss sich offenbaren, er muss kommen und dementsprechend bekommt man ganz einfach den Hit. Also so als kleiner Tipp, so rumfahren oder vielleicht hier taktisch warten mit als der wirklich noch den ganz klaren Vorteil auf seiner Seite hat. Also nutzt es und zwingt den Gegner zu einer Aktion. Wie gesagt, ich kann natürlich selber nicht ahnen oder wissen, wo der Firefly ist, aber er hätte schon lange mal in Richtung Cap fahren können. Drei Minuten 30 nur noch. Oh, jetzt ist er im Cap. Jetzt ist er im Cap. Jetzt hat er natürlich hier den Vorteil, also der EF Svelger, dass er einen recht vernünftigen, schnellen Panzer hat. Also er müsste es definitiv wieder schaffen, innerhalb der nächsten 1,20 dahin zu kommen. Da, wie gesagt, das ist jetzt genau das, was der Firefly richtig macht. Er zwingt ihn hier zur Aktion. So, jetzt wird er wahrscheinlich hier über genau. Da ist es sinnig, weil da hat er noch ein bisschen Deckung. Sekunden hat er noch. Er kriegt ihn nicht auf. Das ist wieder eben der Nachteil an dem Panzer, dass der sehr, sehr blind ist. 20 Sekunden noch. Ah, da hat er ihn. Nein, er prallt ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einen Schuss kriegt er noch, Max raus. Und da trifft er ihn und so perfekt. Besser ging es in dem Augenblick nicht. So, jetzt fängt er wieder das Cap an und jetzt macht er den Fehler, er wartet nach wie vor. Und jetzt nutzt er das seinen Vorteil nicht, den er hatte, dass er ihn in die Aktion gedrängt hat, sondern er steht weiterhin im Cap. Und das ist genau der Fehler, den er macht. Er hätte hier, der Firefly, durch diese Mulde, wo jetzt der Svelger fährt, hätte er fahren müssen und hätte ihn dann bekommen. Aber wie gesagt, jetzt wartet er so stark, ist durch den Cap, also auch in einer eingrenzenden Zone. So, und da hat er ihn doch. Jetzt hat er ein bisschen das. Oh! Es hat ein bisschen das Problem der Kanoneneigung. Aber hier, Snapshot. 9 Kills, 4200 angezeigter Schaden. Svelga, sehr schöne Runde. Du hast gezeigt, dass der Panzer was auf dem Kasten hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch wie immer einen Daumen oder ein Abo sogar da. Vielen Dank, bis bald, euer Alcaramba.